Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir sind gerade am globalen Markt und haben unser Stroh dort reingegeben. Sonst ist noch eine volle Erntegang. Neigt sich aber jetzt langsam dem Ende entgegen. Hoffe jedenfalls, dass es bald durch ist. Feld 49 ist fast zu Ende. Feld Nummer 48 ist noch ein bisschen bei. Das dauert ein bisschen länger, weil da ein bisschen mehr, ja, muss man wenden und so. Ne? Und auf Feld 60 ist nicht mehr so viel. Sobald dann mit dem Stroh auf Feld 60 fertig ist, die nächsten Felder werden dann entsprechend, macht dann hier Autodrive und Crossplay und wir werden dann mal auf einen Drescher fahren. Ne? Mit einem Abfahrer oder zwei. Sobald die frei sind, schalte ich zwei Stück ein und dann fahren wir einen Drescher selber. Vom Dier oder so, was gerade frei ist. Ne? So, Gehverkehr vorbei. Müsste nur einer kommen normalerweise. Das ist aber jetzt die Förderbänder vom Silo. So, da sind wir. Bremsen. Sollte hier nicht so schnell fahren, ne? Dann können wir wieder im Zaun landen. Der Verkehr kann ja nicht kommen normalerweise. Schauen wir mal gleich. Fangen wir mal hier vorne an. Ja, es kommt ja eine neue Erweiterung, ne? Mit vielen Pottinger-Maschinen. Weniger Stroh drüber, ne? Mal Abwechslung, ne? Maschinen, die ich kenne zum Beispiel, ne? Wo ich auch meine Finger mal teilweise in der Hand habe, drin habe oder dran habe, ne? Teilweise, nicht bei allen, aber teilweise. Und die ganze mit der Grastechnik, ne? Da werde ich mir entsprechend so auch mehr zulegen, ne? Also dass ich im Prinzip fertige Maschinen habe für Gras. Ob nun Mähen, Heu und so weiter und so fort. Und auch Sammelwaren technisch. Wo der ganz große noch nicht dabei gesehen habe. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Vielleicht kommt da noch was. Alle Maschinen haben wir noch nicht gesehen. Denn die haben auch die ganz großen Sammelwagen, ne? Mit drei Achsen. So. Viele mittlere Fahrzeuge für mittlere Betriebe, für kleinere Flächen. In Anführungszeichen kleinere Flächen, also ich meine, ups, da waren wir hin. Sind jetzt wieder weg unterwegs, ne? Also hier geht viel, also wie gesagt, 49 ist fast fertig. Gucken wir mal. Übersichtskarte. Ja, das ist ja nur noch Rest. Und hier, na gut, ist noch ein bisschen was. Also die 41 werde ich selber fahren. Und dann werden halt die Abfahrer, die von hier und ja, die werden sich genauso lang brauchen. Der war am längsten brauchen, denke ich mal. Und hier ist ja Soja drin, das ist ja alles. Und hier ist ja, ne, auch noch voll. Ich lasse, wie gesagt, die anderen ja entsprechend mit. Ha! Was sehe ich da? Unfall! Das gibt's nicht. Wie ist das passiert? Oh. Na, Unfall ist es. Unfall.
Krieg ich gegriffen, ne? Ach, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch leer. Wie konnte das passieren? Also ich habe ja den Verdacht, dass sie trotzdem irgendwie mal so und mal so fahren, ne? Obwohl die ja eigentlich im Großen und Ganzen vom Feld zugeordnet sind, ne? Trotzdem fahren die querfeldein, die Abfahrer. So mein Eindruck. Dazu ist, glaube ich auch nicht, aber wahrscheinlich ist das schon. Ja, bei mir ist spät, halb zwei, nachts. Das ist aber kein Problem für mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nachts besser klarkomme wie am Tage. Vielleicht soll ich morgen früh wieder lange schlafen oder heute früh lange schlafen. Was im Grunde gar nicht geht. Ich muss morgen früh noch schnell ein Video bearbeiten, also für Sonntag im Prinzip. Nee, für Samstag bearbeiten und hochladen. Das dauert nicht lange, aber es muss halt gemacht werden. Ne? Möchte auch Samstagabend fertig sein, zumindest für die Folgen Sonntag und Samstag. Damit man irgendwann auch mal sagen kann, okay, Sonntag nur noch Rest hochladen. Ne? Obwohl ich nicht alle schaffen werde, aber halt nach Möglichkeit viel. So, jetzt geht zurück wieder Stroh. Ich möchte versuchen, heute die abzuschließen. Also Feld Nummer 49 sieht ganz gut aus. Wir werden das aber jetzt nicht anfangen, wir werden einfach einen Livestream machen. Mit Feld Nummer 42. Ja genau, der ist hierfür eingeteilt und dann führt er einen schwarzen Anhänger hin. Also das ist auch ein bisschen komisch. Aber es kann natürlich sein, dass die als Ganzes sehen, ne? Die ganze Karte, wenn es irgendwo einer wäre. Ja. Ein Wunder, dass die Bäume nicht im Weg stehen. Ja, bei meisten lassen sie so alle drei fahren. Und alle drei abfahren. Irgendwie klappert das schon irgendwie. Wenn jetzt alles klappt, soll ich das Lager nutzen hier vorne nachher. Für. Aber wie gesagt, das ist noch nicht fertig gerade. Beziehungsweise man kann es noch nicht runterladen. Version 3.0, glaube ich. Also. V3. Ho, 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 ho. Ja, da muss ich ihn ja so sehen, wenn global irgendwo anders ist, wird der Arbeit aber ein bisschen größer, ne? Mit Fahren. Bei Stroh ist ein bisschen. Was man machen könnte, wäre theoretisch im Hauptlager fahren und dann entsprechend mit einem großen LKW dann automatisch fahren lassen. Das wird natürlich gehen, aber die Wege kürzer, ne? Da kann man sich mehrere kleine Höfe anschaffen und dann entsprechend von da zentral ins Hauptlager fahren, ne? oder gleich im globalen Markt, dass ich nicht so weiten Wege fahren muss. Machst du das deswegen, weil es ja im Prinzip von der Entfernung her minimal weiter ist, ne? Als wenn ich jetzt anders fahren würde. So. Ja, Donnerstag ist heute, ne? Ja, aber die Zeit vergeht. Sonntag würde ich erfahren am 1. Und bis dahin habe ich alles geschafft, vor allen Dingen zahnarztmäßig. Ob ich da gleich eine Behandlung bekomme, weiß ich auch nicht genau.
Hoffe ich eigentlich, dass im Prinzip das fertig ist. Aber dann wird's hart. Meiner Ansicht müssen vorne die Schneidezähne raus und dann muss Gebiss angepasst werden. Das ist, wird gar nichts werden so schnell. Dann denkt man, eher Termin geben und dann notbedürftig von Löcher erstmal zumachen. Ist auch typisch, wenn ich zum Zahnarzt gehen wollte, dann hat er gerade Urlaub. Und nicht da. Wir scheißen die so alle ein wegen Corona. Denken ja alle hier, sie müssen sterben. So, das passt jetzt mal gar nicht. Ja. Warum klappert man nicht so? Machen wir es mal kurz selber machen, ne? Hat das jetzt gut geklappt? Zum Schluss näher nicht. Warum? Das ist gewaltig. Oh oh. Traktor und Kipper, das geht. So. Warten wir, so voll ist und stellen wieder ein. Ja, der Rechner heißt. Prozessormäßig, warum eigentlich? Nicht von der Grafik gerade, von Hauptprozessor. Schauen wir speichern wahrscheinlich. Durch. Auf Ruf warten. Na gut, dann warten wir auf Ruf. Wir machen weiter hier mit Stroh. So. Das ist ja Wahnsinn, ne? Da steht der Schwarze auf meinem Feld, auf den 60er. Wahrscheinlich fahren die den Drescher an, der gerade nee, das kann natürlich sein. Obwohl die ja für Feld 60 oder nicht eingeteilt, also nur einer eingeteilt für Feld 60. Also fühlt sich im Prinzip jeder für ihn zuständig. Naja, solange die sich gerade über dem Baum festhängen, ne, ist das okay. Sonst wäre das ungünstig, ne? Wo bisher sagen kann, bis einmal, wo so eine Balle Bank festhängt, der eine ging an. Ja, gut, der andere, der wollte unbedingt da lang, wo der Drescher gefahren ist. Nur dazu sagen, die hatten sich irgendwann selber befreit, ne? Aufgrund der Reibung. Die haben sich halt lieb gehabt, ne? So, kriegen wir jetzt voll? Wahrscheinlich schon. Die nächsten Felder machen wir mit Kursblech aufladen und dann nachher müssen wir mal sehen. Feld 42 mal selber mal dreschen. Dort. Können wir uns erlauben, ne? Warum ist die Tastatur so mistig geworden? Ist ja nur draußen direkt und nicht drinne. Flackert Licht. Schluck auf. Voll. Tja. Das hätten wir normalerweise gemacht. Wir hätten gekalkt, ne?
wenn er fertig gewesen wäre. Gut. Das machen wir erstmal nicht. Weil ich ja insgeheim hoffe, dass die andere Karte bald fertig ist. Der Punkt, ich muss mich immer entscheiden. Mache ich hier nur weiter oder mache ich oder warte ich bis überhaupt nicht? Naja, muss hier immer rechnen. Jetzt kommt noch 4 Tage Sommer. Nee, noch 2 Tage Sommer. Und heute sind es 3. Aber der heutige Tag ist ja fast gelaufen. Also 2 Tage Sommer. Also erntetechnisch und wahrscheinlich Mitte, Ende Herbst, dann Mais. Also rund 6 Tage. Also Endgame schaffe ich ungefähr pro Woche 3 Tage. Das heißt, nächste Woche noch Resternte Weizen und dann Gerste. Meine Felder und dann die gekauften. Die sind, glaube ich, jetzt dunkelgrün. Kurz reingucken. 49 fast fertig. Das sieht gut aus. Die 48 sieht auch gut aus. Ne, die ist ja noch nicht fertig. Stufe 1 gedüngt. Und im Wachstum, das ist dieses Grün. Das heißt, es kommt noch ein Tag, 2 Tage, auf jeden Fall im Sommer. Es kommt frühestens im Herbst. Also im Herbst, entweder Anfang Herbst oder Mitte Herbst. Und dann kommt auch unser, das genau gleiche, hellgrün. Dunkelgrün ist nur das hier. Das ist genauso grün. Die 47 ist dann im Prinzip Soja und das kommt zur gleichen Zeit. Schätze ich mal. Das ist ja jetzt hier Stufe 2. Oder nicht dieses hellgrün. Dunkelgrün haben wir gar nicht mehr, ne? Oder es täuscht. Könnte schon dunkelgrün sein. Gegenvergleich. Eher das, ne? Müssen wir sehen. Durchdrehende Reifen. Dann müssen wir mal vorwärts fahren. Beziehungsweise Platz schaffen. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Und ciao, ciao. Morgen ist Freitag und dann sehen wir uns wieder, ne? Vielleicht, ne? Wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Tschüss. Hier geht's aus.